Ja, Kari, ja, Kari, ja, Kari, ja, Kari. Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Ja, Kari, ja, Kari, ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Ja, Kari, ja, Kari. Kleiner Donner, ich weiß, dass du nicht gern hierher kommst. Als wir das letzte Mal in dieser Schlucht waren, wurde Kleiner Donner von einer Schlange gebissen. Aber diesmal passen wir auf, hm? Ja, ich kann auf Überraschungen verzichten. Ach du, schön, dass wir uns wiedersehen. Ein alter Freund von mir. Guten Tag. Freut sich, mich wiederzusehen, hallo. Hm? Selber hallo. Ja, er scheint sich auch richtig zu freuen, uns wiederzusehen. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. So schlechte Laune? Was ist passiert? Na, eine der Ziegen ist verschwunden. Die kommt bestimmt wieder. Wo soll sie schon hin? Nein, das passt nicht zu ihr. Es ist die zahmste und ruhigste Ziege der Herde und wäre niemals allein fortgegangen. Es muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Wir könnten ja nach ihr suchen. Sei still, Yakari. Macht doch, was ihr wollt. Mir fehlt die Zeit. Ich muss die anderen hüten. Ein komischer Esel. Na los, dann suchen wir. Der Boden so trocken, dass keine Spuren bleiben. Die Fährte der Ziege ist unmöglich zu erkennen. Ruhig, kleiner Donner, die tut dir nichts mehr. Sie ist weg. Hm? Regenbogen?
was nicht. Die Ziege suchen wir später. Kuckuck! Sie ist irgendwo in diesem Irrgarten. Aber wo? Hey! Hey! Hallo, Kuckuck. Hallo! Wir suchen meine Freundin Regenbogen. Hast du sie zufällig gesehen? Ja, Kuckuck. Wirklich? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Kuckuck, sie sah müde aus. Kuckuck und ging ganz lahm. Kuckuck. Sie ging lahm? Wohin? Kuckuck, immer da lang und knabberte an einem Grasbüschel. Kuckuck. Was tat sie? Leerer Bauch meckert nicht gern. Halt, warte mal. Eine Ziege. Das war eine Ziege. Ja, Kuckuck. Die sucht ihr doch, oder? Kuckuck. Nein. Ich meine doch, wir suchen auch eine Ziege. Aber wir müssen jetzt weiter, Kuckuck. Kuckuck, die wissen ja gar nicht, was sie suchen. Sieh mal da. Das sind Aasgeier. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Los, kleiner Donner. Höher! Es wird alles gut. Hab keine Angst. Meine Freunde finden uns, das weiß ich. Yakari! Na endlich, da bist du. Ist dir was passiert? Da ist ja die Ziege. Yakari, die Ziege kommt bald nieder. Sie kommt was? Sie wird ein Junges zur Welt bringen. Wir müssen bei ihr bleiben. Pass auf, Yakari, hinter dir. Was ist da? Lager zurückzulaufen. Hä? Warte, Esel! Ich brauche deine Hilfe! Es ist dringend! Ich habe keine Zeit. Siehst du nicht, dass ich die Herde hüte? Ich bitte dich. Meine Freunde sind in großer Gefahr. Da ist ein Puma! Da kann man nichts machen. Meine Ziegen brauchen mich nun mal hier. Warte, er wird sie und die Ziege auffressen. Die Ziege? Welche? Etwa meine Ziege? Wann kommt endlich Hilfe? Bitte, Yakari. Komm ja nicht näher, du! Endlich! Schnell! Der Puma! Was machen wir nur? Bleib hinter mir! Komm, kleiner Donner! Esel, er ist geflohen. Das reicht jetzt. Ziemlich beeindruckend, das Brüllen. Mhm. Dein Junges. Ein Glück. Oh, ist das süß. Na los, du schaffst es. So, Zicklein, wir müssen jetzt los.
Ich bin ja kein Trödelesel, sondern ein Hüteesel. Eigentlich schade, dass du immer so schlechte Laune hast. Dabei hast du doch ein gutes Herz. Und du hast uns alle gerettet. Na ja, und ich? Dir danke ich auch, kleiner Donner. Los, kommt schon! Vorwärts, vorwärts! Ich hab nicht ewig Zeit. Ihr schlaft ja beim Gehen ein. Wollt ihr euch etwa auch verlaufen? Auf Wiedersehen! Bis bald! Und geradewegs einem Puma in die Krallen. Macht's gut! Auf Wiedersehen! Na los, weiter! Der antwortet sowieso nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Ziegen hüten, Kinder retten, was denn noch alles? Aber wahrscheinlich ändert er sich nie. Na gut, Freunde, lasst uns heim.